Was ist, wenn Liebe viel mehr mit Beständigkeit zu tun hat, als mit irgendwelchen Momenten? Nee, oder? Mit irgendwelchen Gefühlen. Nee, oder? Was ist, wenn Liebe damit zu tun hat, dass wir Rücken an Rücken stehen? Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem Reaction-Video von Master Your Mind. Woher weiß ich, dass ich wirklich liebe? Warum ich das mache, ist ganz einfach. In der heutigen Zeit, egal ob in der Rap-Szene oder in was auch immer für einer Szene, ist es erstmal wichtig, Reichweite zu generieren. Wie generiert man am besten Reichweite? Indem man auf Leute in seinem Genre eingeht, die schon größer sind. Wieso, weshalb, warum diese Menschen größer sind, ob sie über mehr finanzielle Mittel verfügen, ob sie über ein größeres Team verfügen, warum, wieso, weshalb diese Menschen größer sind, ist mir erstmal egal. Auf der einen Seite möchte ich natürlich das Internet auch nutzen, um zu entertainen. Deswegen benehme ich mich manchmal so, wie ich mich benehme. Man muss einfach polarisieren, denn wenn man immer nur seriös in einem Poloshirt Videos aufnimmt, ist das nicht authentisch, denn kein Mensch sitzt den ganzen Tag 24/7 mit Poloshirt oder mit einem Jacko oder wie auch immer gekleidet in seiner Freizeit vorm PC. Und ich möchte authentisch wirken. Ich bin Life-Coach. Ich mache das alles ein bisschen anders. Beziehungsweise Master Your Mind macht es ja auch so in seinem Style, wie er das möchte. Ich mache es genauso in meinem Style, wie ich das möchte. Kleidung sagen nichts über Menschen aus und das muss einfach aus den Köpfen der Menschen raus. Deswegen mein Erscheinungsbild. Ich werde gleich zum Sport gehen, habe mir jetzt einen Kaffee gemacht, bin bereit auf diese 2 Minuten und 46 Sekunden und werde immer mal wieder stoppen, wenn ich etwas sagen möchte, wenn ich etwas einwerfen möchte. Dann werde ich das Video hier stoppen und dann gucken wir mal, ob wir gemeinsam hier das ultimative Woher weiß ich, dass ich wirklich liebe Video hinbekommen. Wir nehmen als Grundlage, wie gesagt, das Video von Master Your Mind. Das ist auch in meiner Beschreibung dann verlinkt und viel Spaß damit. Woher kann ich wissen, dass ich wirklich liebe? Woher kann ich mir sicher sein, dass es wirklich Liebe ist? Woher kann ich wissen, dass es diese Momente sind? Ach ja, ich bin übrigens Autor von dem Buch Tagesbrise beziehungsfähig. Habe ich direkt selbst als Hörbuch produziert. Hat sich einfach mehr gelohnt, wenn man alles self-made macht, ohne Verlag. Deswegen, ich denke, deswegen passt das auch gut, dieses Video von ihm. Beziehungsfähig. Ich, Autor, er, Master Your Mind. Ja. Hey. Oder diese Gefühle, die ich habe, dass das Liebe ist. Wie kann ich mir sicher sein, dass es nicht noch eine Illusion ist? Noch ein Schmerz, der auf mich wartet. Noch ein Schmerz, der mich zurücklassen wird, mit nichts als Wunden und Narben. Das hört sich so grausam an. Also, das wird oftmals gemacht, dass Liebe mit Schmerz verbunden wird und dann Leute argumentieren, ja, ich möchte erstmal keine Beziehung, weil der Schmerz und so aus meiner letzten Beziehung. Und Freunde, Schmerz gehört genauso zum Leben dazu wie Liebe. Und Schmerz ist dafür da, um sich zu transformieren, um in den Schmerz reinzugehen, um diesen zu bearbeiten, um diesen zu verarbeiten, dass man das abhaken kann und dann für sein kommendes Leben mit dieser Erfahrung, die man gemacht hat, die dann in der Vergangenheit liegt und abgehakt ist, bewusster für sein eigenes Leben auch weiß, worauf es ankommt oder wo man für sich selbst gewisse Prioritäten setzt. Schmerz ist überhaupt nichts Schlimmes. Es ist nur etwas Schlimmes, wenn man diesen Schmerz nicht bearbeitet und nicht verarbeitet. Und das ist genauso, wie wenn ihr auf ein Klo kacken geht und nicht abzieht. Ja, dann stinkt es. Und dann, wenn ihr das nächste Mal aufs Klo geht, dann stinkt es immer noch. Und dann denkt ihr euch so, boah, ich möchte am liebsten gar nicht mehr aufs Klo gehen, weil es die ganze Zeit stinkt. Leute, einfach abziehen. Das liegt nicht am Klo. Und dieser Schmerz oder diese Erfahrung, die ihr dann mit eurem Ex-Partner gemacht habt, das hat ja nichts mit der Person dann zu tun, die er dann neu kennenlernt. Das sind unterschiedliche Menschen. Das sind einfach verschiedene Zeiten und zu jeder Zeit macht man seine gewissen Erfahrungen. Und all dem. Doch was ist, wenn all das gar nicht Liebe ist? Wenn ich nie verstanden habe, was wirklich Liebe ist? Ja, das ist schon mal gut jetzt. Was ist, wenn Liebe etwas ganz anderes ist, als das, was ich dachte, was es ist? Ja, was ist es denn? Was ist, wenn Liebe viel mehr mit Beständigkeit zu tun hat, als mit irgendwelchen Momenten? Ja, Beständigkeit ist sehr schwierig. Also das Wichtigste ist erstmal anzufangen, sich selbst zu lieben, sich selbst wertzuschätzen und dankbar zu sein. Dankbar zu sein für
alles, was ihr in eurem Leben als selbstverständlich anseht, denn nichts ist selbstverständlich. Und Liebe gleichzustellen mit etwas Beständigem ist in meinen Augen sehr, sehr schwierig, denn jeder Tag, der neu anfängt, erstmal dürfen wir für jeden Tag, der neu anfängt, dankbar sein, denn es ist nicht selbstverständlich, dass wir noch einen weiteren Tag in diesem geliehenen Körper, in dem unser Geistwesen, unsere Seele eingezogen ist, dass wir überhaupt noch einen weiteren Tag bestreiten dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir könnten genauso gut im Schlaf sterben und dieser Körper ist ein Geschenk, der wird uns geliehen und der wird uns auch irgendwann wieder genommen. Und dementsprechend kann man schon dafür dankbar sein. Nichts im Leben hat Beständigkeit. Das ist eine große, große Illusion. Und wenn ich jetzt und heute merke, dass etwas nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann muss man aktiv daran arbeiten und nicht einfach sagen, ach ja, das kann sich ja wieder einpendeln, so von selbst. Wenn man nichts verändert, verändert sich nichts. Es kann sich nichts von selbst verändern. Wenn du 1 plus 1 ist gleich 3 auf ein Blatt Papier geschrieben hast, dann wird das Ergebnis so lange falsch sein, bis du aus einer 1 eine 2 machst, dass es dann 1 plus 2 ist gleich 3 dort steht. Weil ansonsten wird es immer, auch wenn ich nach 3 Monaten auf dieses Blatt Papier gucke, wird immer noch das Ergebnis falsch sein, weil die Zahlen falsch sind. Mit irgendwelchen Gefühlen. Was, wenn Liebe damit zu tun hat, dass wir Rücken an Rücken stehen? Was ist, wenn ich zum Training gehe und merke, dass sich nichts verändert am ersten Tag nach dem Training und dass ich am zweiten Tag wiederkomme? Also er vergleicht gerade eine Beziehung von zwei Menschen mit Erfolgen im Gym. Okay, also ich gehe seit 15 Jahren trainieren, hatte auch mal wirklich ein krasses Problem mit dem Training, also dass ich wirklich mich selbst nicht mehr unter Kontrolle hatte, dass ich wirklich jeden Tag mich gezwungen habe, ins Gym zu gehen, dass ich gedacht habe, ich als Mann, ich muss immer größer, breiter, stärker werden, völlig meine Seele und völlig mein Bewusstsein, meine Gefühle und Emotionen unterdrückt habe und gar nicht verstanden habe, dass man genauso viel Zeit auch, wie man die Zeit aufwendet für seinen Körper, auch aufwenden darf, um Impulse zu tanken für seinen Kopf, für seinen Geist, um diesen auch zu schulen, denn wenn ihr geistig auf der Strecke bleibt und nur immer breiter werdet, so, dann werdet ihr kein schönes Leben haben und ihr werdet sowieso nie zufrieden sein, egal wie ihr ausseht, denn wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, will man immer mehr. Und ich wünsche mir für jeden von euch, dass ihr auch irgendwann dahin kommt, dass ihr erkennt, so, der Körper ist cool, aber ihr müsst auch noch Zeit investieren für Geist und Seele. Das heißt, meditiert, nehmt euch Zeit, um runterzukommen, um zu meditieren, um für euch selbst zu sein. Eventuell Affirmationen aufzusagen, dass ihr dankbar seid für dies und das. Müsst ihr einfach schauen, wie es bei euch am besten funktioniert. Sachen wählen, wo ihr dann einfach ein schönes Gefühl habt. Und dementsprechend Bücher lesen und auch Hörbücher hören. Je nachdem, was euch besser liegt, je nachdem, worauf ihr gerade Bock habt, beziehungsweise wie ihr das am besten in euren Tag einbauen könnt. So. Und dann seid ihr super aufgestellt. Jeden Tag etwas für Körper, Geist und Seele zu machen, ist schon sehr, sehr gut. Und damit werdet ihr, wenn ihr das wirklich in euren täglichen Tag einfließen lasst, ihr werdet so krass rapide wachsen auf allen Ebenen. Unfassbar. Das wird euch wirklich gut tun. Und dann werdet ihr anfangen, langsam aber sicher euch selbst zu lieben, euch selbst wertzuschätzen. Und wieder in den Spiegel schaue und sehe, dass sich immer noch nichts verändert hat. Und dann am dritten Tag immer noch nicht sehe, dass sich was verändert hat. Ist das dann der Tag, an dem ich aufhöre? So wie es die meisten machen, weil ich keine Ergebnisse sehe. Ist das Liebe? Aber was ist, wenn ich weitermache? Was ist, wenn ich weiter trainiere? Was ist, wenn ich nicht aufhöre? Was ist, wenn ich ein Jahr dranbleibe, wenn ich 2 Jahre dranbleibe, wenn ich 3 Jahre dranbleibe? Ist es nicht so, dass ich erst dann eine Veränderung sehe? Also das, was er gerade sagt, finde ich gut. Also auf den Sport bezogen, nicht auf die Beziehungen bezogen. Denn im Sport ist es wirklich so, dass gerade am Anfang des Jahres immer gute Vorsätze fürs neue Jahr und dann ist das ganze Fitnessstudio immer rappelvoll. Jeder denkt so, boah, dieses Jahr muss ich Gas geben und direkt ab Januar angemeldet und straight durchgezogen, das schaffen die Leute aber alle nicht. Alle Leute, die kommen, ich würde sagen, wirklich 95% der Leute, die unter dem Vorwand gute Vorsätze fürs neue Jahr sich im Fitnessstudio anmelden, 95% von diesen Menschen werden scheitern. Genauso wie auch
ganz, ganz viele Leute daran scheitern, wenn sie plötzlich aus dem Jetzt und aus dem Jetzt einfach denken, boah, ich bin zu dick, ich muss eine fette Diät machen und dann plötzlich ihre Kalorien irgendwie um 60% oder 70% reduzieren und dann denken, dass sie auf diesem Wert wirklich durchziehen können. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Da heißt es wirklich, beim Diäten, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon, genauso wie auch beim Kraftsport. Macht lieber weniger, aber das konstant in eine tägliche Routine, beziehungsweise zwei, dreimal die Woche, als wirklich hardcore-mäßig anzufangen, zu starten. Total übermotiviert, ihr werdet sowas von dermaßen gegen die Wand laufen. Das ist ein Level, was ihr überhaupt gar nicht halten könnt auf Dauer. Weder beim Training noch beim Diäten. Deswegen findet für euch eine gewisse Balance, mit der ihr gut klarkommt. Dann macht es lieber so, dass ihr langsam anfangt und euch dann immer wieder steigert beim Sport und auch bei der Diät. Also wenn ihr dann so nach 4, 5, 6 Wochen denkt, boah, ich könnte jetzt aber nochmal auf das und das und das mehr verzichten, so, dann macht das. Aber gewöhnt euch langsam daran. Kommt erstmal in diesen Flow und schaut einfach, was könnt ihr wirklich konstant aushalten. Weil das bringt euch am Ende des Tages viel, viel weiter als erst dieses Übermütige und dann gegen die Wand laufen und dann aufhören, wieder broke sein, sich wieder selbst hassen und dann wieder sagen, ach nee, und dann, um dieses negative Gefühl, diesen Selbstfrust, diesen Selbsthass auszubalancieren, dann irgendwie, das ist ein Teufelskreis, versteht ihr? Dann gibt es Leute, die sich ritzen, die sich dann so hassen, um da diesen Schmerz, den sie selbst projizieren in sich selbst, dann auszugleichen, um mit dem Ritzschmerz davon wegzukommen. Beziehungsweise gibt es auch Menschen, die dann einfach ins Spielcasino laufen oder sich anderweitig ablenken, dann irgendwie versuchen, diesen Eigenfrust nicht zu bearbeiten, sondern zu übermalen, indem sie überdimensional viel fressen, dann noch dicker werden, dann haben sie noch einen Grund, sich mehr zu hassen. Und das sind alles Muster, die genau aus so einer Sache heraus entstehen können. Das Wichtige hierbei ist, erkennt es. Und wenn ihr selbst da nicht rauskommt, lasst euch einfach helfen. Was ist, wenn es mit der Liebe genauso ist? Was ist, wenn Liebe beständig sein muss, damit man sie überhaupt spürt, damit man sie überhaupt versteht? Was ist, wenn man dranbleiben muss? Das Training ist nicht gemütlich. Das Training ist nicht schön. Das Training ist hart. Es ist anstrengend. Aber man geht trotzdem hin. Man geht jeden Tag dorthin und trainiert, obwohl es hart ist. Und warum? Weil man weiß, dass es sich lohnt. Irgendwann. Weil man daran glaubt. Was ist, wenn es mit der Liebe genauso ist? Was ist, wenn man dranbleiben muss? Mit nichts mehr. Also erstmal muss man gar nichts. Zweitens, wie gesagt, man muss anfangen, sich selbst zu lieben. Wertzuschätzen, was man hat. Dann kommt automatisch diese eigene Liebe. Dann fängt man auch an, anderen Leuten Komplimente zu machen. Das ist der richtige Weg, meine Lieben. Und wenn ihr das könnt, einfach Leuten auf der Straße, die ihr überhaupt gar nicht kennt, anzusprechen und sagen, hey, du hast einen coolen Style oder dankbar zu sein, individuell dankbar zu sein. Ihr werdet auf jeden Fall merken, auch wenn ihr einem Obdachlosen irgendwie etwas gibt zu essen oder irgendwie etwas Geld gebt, ihr merkt einfach, ihr gebt es ab, aber ihr kriegt es in einer anderen energetischen Form wieder zurück. Und das fühlt sich super an. Energie zu schenken und Energie wieder zurückzubekommen ist super. Auch wenn ihr Energie gebt in Form von Geld einem Obdachlosen und er dann einfach gerade undankbar oder ihm es gerade mega schlecht geht und er einfach nicht diese Freude, die ihr vielleicht von ihm verlangt, euch zurückgeben könnt, seht darüber hinweg, denn ihr habt etwas Gutes getan. Und auch wenn ich Leuten, wildfremden Menschen auf der Straße guten Tag oder Hallo sage, kriege ich nicht immer ein Hallo oder einen guten Tag zurück, weil diese Menschen teilweise überfordert sind. Die wissen jetzt gar nicht, oh, wie kann das denn sein, dass ich jemand, den ich gar nicht kenne auf der Straße, dass er mich grüßt, so, will der irgendwas von mir? Oh. Ich sehe das aber nicht so wie er, denn wenn eine Beziehung scheiße ist, klar, soll man die dann nicht direkt wegschmeißen. Man soll schon mit seinem Partner, mit seiner Partnerin versuchen, darüber zu sprechen, also das sollte man auf jeden Fall tun, zu schauen, wo denn jetzt hier die Probleme sind und Kompromisse finden, mit denen wirklich beide Parteien leben können. Oftmals werden Kompromisse geschlossen, die aber trotzdem für eine von beiden Parteien nicht in Ordnung ist, wird dann aber einfach abgesegnet und gesagt, ja, okay, dann machen wir das so, aber es ist ja trotzdem nicht in Ordnung. Und das ist ganz, ganz wichtig, gebt euch nicht mit etwas zufrieden, was nicht in Ordnung ist, was für euch kein Kompromiss ist.
dann macht so lange euren Mund auf, bis ihr wirklich einen Kompromiss gefunden habt, mit dem ihr leben könnt. Denn ansonsten bringt es euch nichts. Und wenn man merkt, dass man einfach sich zu weit auseinander entwickelt hat, dass diese Beziehung keinen Sinn mehr macht, dann bringt es nichts. Also ich bin hier quasi anderer Meinung wie er. Ich bleibe doch nicht weiterhin mit jemandem zusammen, wo ich einfach merke, so wir distanzieren uns immer weiter. Und das ist wie so ein Energieräuber. Das ist letztendlich wie so ein Anker, der mich immer wieder runterzieht, so der mir nichts mehr bringt in dieser Beziehung. So, das tut mir nicht gut, diese Beziehung. Dann bleibe ich doch nicht bei dieser Beziehung hängen im Vertrauen, dass es ja irgendwann besser werden könnte. Ich mache das nicht. Wäre mal super interessant zu wissen, wie ihr darüber denkt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber aus meiner Erfahrung kann man sich jetzt auch trennen. Und man kann ja dann immer noch gucken, was in 2-3 Jahren ist, wenn sich die Wege dann nochmal kreuzen. Ja? Kann man es nochmal probieren. Dann hat jeder nochmal so für sich selbst 2-3 individuelle Jahre so verbracht und ein bisschen mehr Erfahrung getankt. Individuell. Und da kann man nochmal gucken, ob man dann nochmal zusammen connecten kann. Aber in dem Aspekt, wenn ihr euch erstmal festgefahren habt und da nicht rauskommt und euch wirklich auch Hilfe gesucht habt mit Leuten quasi in Kombination, vielleicht bei der Paartherapie wart oder so, darüber gesprochen habt und ihr einfach nicht da rauskommt, so, dann ist in meinen Augen das Beste, sich einfach zu trennen. Es ist nichts Schlimmes, aber wenn man ja merkt, dass man sich als Single besser fühlen würde als mit einem Partner, der halt einem Energie zieht, das macht er ja wahrscheinlich nicht bewusst. Das macht er ja nicht gewollt. Euer Partner möchte euch ja nicht schaden, hoffe ich zumindest. Weil ansonsten macht diese Beziehung sowieso keinen Sinn. Und dann einfach erkennen, okay, jetzt ist einfach die Zeit gekommen, dann trennen sich jetzt unsere Wege. Und in dem Moment, wo sich die Wege trennen, kann auch wieder jemand anderes diesen Platz einnehmen, der ja quasi von eurem Partner eingenommen war. Also quasi, ja, wie ein großes Modell, wie ein Parkhaus, und dann wird quasi ein Parkplatz frei und da kann halt dann jemand anderes parken, weil diese Zeit, die ihr mit eurem Partner verbracht habt, die habt ihr dann für euch, beziehungsweise könnt ihr die dann auch investieren, um diese Zeit mit jemand anderem zu verbringen. Und ihr werdet feststellen, bin ich von überzeugt, so wenn man so 2-3 Jahre dann weiter ist, also im Jetzt schmerzt es dann erstmal, klar, man muss es doch erstmal bearbeiten und verarbeiten, aber ich verspreche euch, 2-3 Jahre weitergeblickt, wenn ihr dann rückwirkend auf diese Situation schaut, werdet ihr froh sein, dass es so gekommen ist, denn oftmals ist es so, vom Schicksal her, dass sich etwas löst, weil etwas Größeres, etwas Besseres auf dich wartet. Als einem Glauben daran, dass es sich lohnen wird. Und dass genau das, das ist, was Liebe ausmacht. Okay, das war's. Wie ihr gemerkt habt, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Kommentiert doch einfach mal, wie ihr das fandet, ob ihr, oder verfasst einfach mal Kommentare individuell, wie ihr dazu steht. Und ich freue mich darauf, die zu lesen. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da. In dem Sinne, haut rein und ja, bis die Tage. Macht's gut. Ciao.